Es war einmal ein Kind, das hatte ein ganz besonderes Buch gefunden. Das Buch, das nicht gelesen werden wollte. Alles begann damit, dass sich das Buch in ein Lenkrad verwandelte und man wild nach rechts, nach links und wieder zurücklenken musste. Und dann, ja dann wuchsen ihm plötzlich Flügel und es fing an, wie ein Vogel herumzuflattern, die flattern. Man musste es festhalten, damit es nicht wegfliegt. Jetzt warte mal, das Buch fühlt sich ein bisschen heiß an. Au, man verbrennt sich ja, wenn man es hier hält oder da. Wir müssen pusten, hilf mir zu pusten. Plötzlich verschwanden auch noch Wörter aus dem Buch und man musste welche dazu erfinden. Dann wurden alle R's zu U's oder der Text kleiner und kleiner und dann wieder größer, noch größer. Und jetzt auch noch Wörter herumfingen an zu springen. Puh, bereit für ein Buch, das nicht gelesen werden